Jo Leute, Servus, was geht? Grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Video am Kanal von Alpine Momente. Wo stehe ich? Ich stehe am großen Barmstein herum. Das ist eigentlich einer von zwei Gipfeln, also Doppelgipfel ist das. Wir gehen heute auf die Barmsteine. Das ist ein Grenzgipfel oder Grenzkamm zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Salzburg und Bayern. Wir machen eine kleine historische Reise. Es ist eine Tour mit ungefähr 500 Höhenmeter, klein aber fein, und zumindest einer dieser Gipfel kann von jedem bestiegen werden. Der zweite ist ein bisschen knackiger, das ist der, wo ich gerade oben bin. Der andere ist ein reiner Wandergipfel. Viel Spaß, kommt's mit! Ja, also wir starten jetzt einmal direkt beim Hofbräuhaus in Kaltenhausen und gehen da einmal den Braumeisterweg entlang auf. Müsste der gleich angeschrieben sein, und da sieht man schon imposant die Wand. Eine Stunde auf dem großen und auf dem kleinen Barmstein rauf. Sag's euch, da geht's jetzt schon lang durch den Wald dahin. Das Hofbräuhaus Kaltenhausen, wo wir gestartet sind, ist übrigens eine der ältesten Brauereien in ganz Salzburg. Eine Besonderheit bei dem Hofbräuhaus ist das Gstanzlsinger, das ist über die Grenzen von Österreich bekannt. Wer von euch kennt das Gstanzlsinger bzw. weiß, was Gstanzl sind, schreibt es unten rein in die Kommentare. Ja, und das erste steile Stickerl Wald haben wir jetzt auch schon hinter uns. Es geht ein bisschen flacher dahin. Und die Bäume sind jetzt noch nicht mehr so dicht. Jetzt ist es schon zwei Tage niederschlagsfrei und ich denke, ihr habt es gerade gesehen, der Boden ist nach wie vor nass. Also da dauert es auf jeden Fall, bis das der Boden auftrickert, nachdem es geregnet hat. Diejenigen von euch, die mein letztes Bergvideo gesehen haben, konnten glaube ich schon wieder auf den Untersberg. Aber die misst nicht so. Es sind tatsächlich die Baumsteine. Ah, da sind ein Haufen Stufen. Großer und kleiner Baumstein. So, da. Also, da trennen sich jetzt die Wege. Großer Baumstein 30, kleiner 15 Minuten. Und wir gehen jetzt zuerst einmal auf den großen rauf. Das ist auch, wenn ich mich richtig erinnert, der anspruchsvollere von den zwei. Die Baumsteine sind grundsätzlich zwei Gipfel, die von jedem bestiegen werden können. Zumindest der kleine. Da gehen nur ein Haufen Stufen rauf. Und der große, wo wir jetzt raufgehen, der ist seilversichert. Da brauchst du auf jeden Fall Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Die Versicherung beginnt jetzt nicht gleich.
Gewaltig. Gewaltig, sage ich da. Schaut mal, Leute. Was für ein Tiefblick. Da außen geht es Richtung Salzburg. Da hinten ist der Untersberg. Das Video verlinke ich euch jetzt in oben. Da drüben ist der Geißberg und der Nockstein. Da drüben. Jetzt sieht man, was so weiß ist. Das ist der Schlenken. Und da draußen, das ist alles so die Osterhorngruppen. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ich bin da schon mal mit Krücken rauf. Nach meinem Unfall war das jetzt schon die heikle Passage und jetzt sind es nur noch Gehgelände. Bis zum Gipfel rauf. Da ist jetzt noch mal ein bisschen steiler gegangen. Anmerkung am Rande: Wir sind da jetzt eigentlich genau auf der bayerisch-salzburger Grenze unterwegs. Da links ist Salzburg, das Salzachtal, und da rechts außen ist Bayern. Und ja, es ist schon ein bisschen pervers. Was heißt ein bisschen? Das ist mega pervers. Wie der Lockdown gewesen ist, Corona im Winter, Frühjahr, ist ja der Grenzübergang Österreich-Deutschland gesperrt gewesen. Und sagt's mir bitte selber, schreibt es unten ein in die Kommentare. Wo ist da draußen in der Natur die Ansteckungsgefahr? Da unten, wenn du da raufgekommen bist von Österreich und dann ein paar Meter über Bayern rum, wenn sie dich da erwischt haben und sie haben ihn kontrolliert und sie haben es gemacht, dann bist du gestraft worden und hast Strafe gezahlt, weil du illegal über die Grenze gegangen bist und das Virus im anderen Land verbreiten hättest können. Also das waren die Überlegungen dahinter. Ich persönlich finde sowas einfach nur pervers, muss ich sagen. Ich bin an und für sich versuche da unpolitisch zu sein auf dem Kanal, aber das ist eine Sache, die betrifft uns als Bergsportler, und da muss ich schon sagen, wo ist da in der Natur die Ansteckungsgefahr, wenn ich einen Abstand halte. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind auf 852 Meter am großen Barmstein heroben. Grenzgipfel Österreich-Deutschland. Und da oben 16 nach Halle ein und in Salzachtal. Da rauf. Wow, Alter, da geht es schon brutal oben. Da aufgingen übrigens schwere, anspruchsvolle Kletterrouten. So, jetzt mache ich eine kurze Pause. Dann gehen wir um auf den kleinen Baumstein. Lasst mal in der Zwischenzeit einen Daumen da, wenn euch das Video gefällt. Und abonniert gern den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Wir machen uns jetzt dann wieder auf den Weg runter vom großen Baumstein. Jetzt gehen wir auf den kleinen. Und das siehst du natürlich beim Aufgehen nicht. Weißt du, das im Rücken hast, aber schaut euch das einmal an. Der traumhafte Blick da oben Richtung Untersberg ist doch ein Traum, oder? Wo ich oben gewesen bin. Thank you.
Ja, jetzt sind wir wieder bei der seilversicherten Passage. Da hinten oben war eine kleine Kraxelstelle auch noch, aber die habt ihr beim Aufgehen eh gesehen. Habe ich jetzt beim Obergehen nicht gefilmt. Wer sich jetzt dann nur für diese Tour interessiert, Resümee gibt es ganz am Schluss vom Video. Und ansonsten gehen wir jetzt dann eben, wie besprochen, noch auf einen anderen Baumstamm. Der kleine ist es dann. Abzweiger, kleiner Baumstein. Ja, wir sind also jetzt in der Machschatte, glaube ich heißt die. Da vor mir ist der andere Baumstein, da ist noch einer. Ja, und da gibt es eine Sage. Scheinbar hat da der Teufel ist von Bayern gekommen und hat runtergeschaut auf Hallein und wie er da eine Kirchprozession oder sowas gesehen hat, hat er sich so geärgert. Dann hat er den Fels reingebissen und diese Scharte herausgebissen. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt einen Haufen Stufen auf. Auf unser zweites Gipfelziel. In dem Sinn, liebe Leute, bergheil vom kleinen Baumstein. Hinter mir ist der Gipfel, ich bin kurz drüber, weil da ist bei mir richtig ruhig, voll schön ausgesetzt. Steht da am Südgrat, meine, der ist da hinten auf, da müsste so 2 plus sein. Schreibt mir das unten ein in die Kommentare, ob ihr den einmal sehen wollt, kann ich sehr gern machen. Ja, und da oben geht es in die Berchtesgadener Alpen Richtung Göll, Watzmann etc. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Da unten ist die Brauerei Kaltenhausen. Da bin ich gestartet und da gehe ich jetzt auch wieder retour. Zuerst auf den Baumstein, dann links oben, hinten um und dann retour. Ihr kriegt jetzt dann vom Abstieg noch ein paar Sequenzen und unten mache ich Resümee wie immer zur Tour. Bleibt noch kurz dran. So, da vorne ist jetzt der große, da sind wir vorher oben gewesen. Also ich bin jetzt wieder herunter vom zweiten Baumstamm und für euch zur Info, da oben wird normalerweise immer ein Maibaum aufgestellt. Ist aber aktuell keiner drauf. Soweit ich recherchiert habe, wird der nicht jedes Jahr wieder abtransportiert oder abgerissen, sondern der bleibt so lange da, solange er einfach noch gut ist. Liest man zumindest im Internet, aber es sind sicher einige Halleiner, die da zuschauen und die das unten in die Kommentare reinschreiben können, wie die Geschichte mit dem Maibaum tatsächlich ist. Schreibt es ein, interessiert mich. Ja, und für uns geht es jetzt da wieder retour am zweiten Baumstamm vorbei. Und sobald ich die letzte Steigung hinter mir habe, mache ich Resümee. Dann wisst ihr, was die Tour bedeutet. Ja, also für mich geht es jetzt ab jetzt bergab. Ich habe nachgeschaut, 570 Höhenmeter fast von Kaltenhausen für die zwei Baumsteine im Aufstieg. Dementsprechend auch 570 im Abstieg. Wenn ihr ganz gemütlich unterwegs seid, plant es ungefähr 2,5 bis 3 Stunden für alle zwei Gipfel ein.
Der zweite, also das war glaube ich der kleine Baumstamm, ist ein bisschen einfacher. Der ist durchgehend versichert rauf. Viele Stufen sind da rauf. Und ansonsten ganz einfache Wanderung. Wenn es gehen kann, ist es halt da im Wald lang los und rutschig. Die Felsen sind generell abgespeckt, weil sehr viele Leute da raufkommen. Das gilt jetzt für alle zwei Baumsteine. Und ja, zum Großen, der ist ein bisschen anspruchsvoller. Ist einmal eine kurze Passage frei zum Kraxeln, aber das ist ja maximal eins Gelände, aber eben auch sehr abgespeckt, mit Vorsicht zu genießen. Du musst auf jeden Fall bei alle zwei Baumsteine schwindelfrei und trittsicher sein. Ansonsten glaube ich, habe ich alles zu der Tour gesagt. Also richtig ideale Geschichte für zwischendurch. Wenn du mal ein paar Stunden nur Zeit hast, ein bisschen was machen willst, Konditionsaufbau oder auch einfach ein wunderschönes Panorama genießen willst in die Berchtesgadener Alpen, zum Dennengebirge, in die Osterhorngruppen, über das Salzachtal raus, ja, bis ins Bayerische. Es ist echt wunderschön da oben. Wenn es euch auch so gefallen hat wie mir, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Fragen habt, unten rein ins Kommentarfeld. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, hier einen Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, dann kriegt ihr Erinnerung, wann das Video online geht, das nächste. In dem Sinn, macht es gut, bergheil, bleibt geil, stay safe, bleibt gesund, ciao, pfiat euch, euer Franz, peace.